Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Berichtes von der Niederrhein-Con. Heute geht es darum, dass wir, also wir, das sind der Jonas und ich von den Hobbybrüdern, Kanal der Hobbybrüder, oben in der Infocard, haben natürlich jetzt unser Turnier vor der Brust gehabt mit den vier Spielen. Und ja, gucken wir doch mal, wie das so gelaufen ist. In jedem Fall kann ich euch sagen, haben wir nicht ganz so gut abgeschnitten. Ich selber habe den 14. Platz gemacht, Jonas den 17. von 18 Spielern. Aber nicht so schlimm. Wir haben viel gelernt, wir haben viele tolle Leute kennengelernt und natürlich haben aber auch wir ein bisschen was mitgebracht. Es gab zum einen eine Figur schon mal bei der Anmeldung, was ziemlich cool war von Stronghold Terrain. Am Ende hat tatsächlich aber auch jeder, der da war, zusätzlich noch einen Preis bekommen. Ich habe hier so einen berittenen, ja, ich denke mal ein Kriegsherr ist das. Irgendwas Dark Age-mäßiges würde ich mal tippen. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wenn ihr mir sagen könnt, zu welcher Fraktion der gehört, dann wäre ich euch da sehr dankbar. Könnte vielleicht noch Mann oder vielleicht sogar Kreuzfahrer sein. Ich weiß es nicht. Ich habe auch vergessen, Mirko zu fragen. Aber der wird auf jeden Fall eine Verwendung finden, weil Reiter habe ich noch nicht so viele. Was ich richtig cool fand, wir hatten ja natürlich mit Corona erschwerte Bedingungen und damit auch ja jeder auf dem Turnier versorgt ist, gab es für jeden diese lustigen Sagermasken. Coole Sache, oder? Tolle Idee. Aber jetzt will ich nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Fazit von Jonas und mir. So, und Cut. So, 4 Runden Sagerturnier auf der Niederrhein-Con sind zu Ende. An meiner Seite immer noch Jonas. Mhm. Hallo Jonas. Hallo. ja, wir wollen nicht so viel verraten. Jonas, erzähl doch mal so dein erstes Spiel. Was war da los? Ich habe mein erstes Spiel gegen Römer gespielt. Es war relativ, ja, ziemlich viel Zerstörung. Sehr viel Kampfbonus, sehr viel Speerschleuder immer. Dadurch war das immer ein bisschen hin und her. Ich hatte auch 24 Zoll mit meinen Bauern Reichweite. Also habe ich halt immer da auch von einer Reichweite geschossen. Da hat er mich auf deine Reichweite geschossen. hin und her. Ja, also um es abzukürzen, ich habe verloren. Das zweite Spiel habe ich auch verloren. Das war gegen Franken. Weil ich auch noch nie so krass gesehen, dass Franken so viel Punch haben. Ich dachte immer, die sind ein bisschen so tanky und so. Ja, ich glaube, mit Polen verwechselt. Das dritte Spiel hatte ich dachte, ich hätte gewonnen, aber dann haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe vergessen, bei den Überlebenspunkten abzuziehen, die Einheiten, die du verlierst. Und deswegen war es ein Unentschieden. Ja. Das war geänderte Pläne. Da ein Unentschieden haben, ist auch schon krass irgendwie. Und das vierte Spiel habe ich leider auch ganz knapp verloren. Das vierte Spiel war eigentlich das Interessanteste, weil ich. Das vierte Spiel war Kampf der Kriegsherren, aber wenn der Kriegsherr stirbt, hat man verloren. Sofort. Ja. Und ich habe einen Mann gespielt und habe dann mit meinem Kriegsherr und dem Champion zusammen bin ich dann losgezogen. Ich hatte eigentlich nach Vernichtungspunkten, war ich voll am Gewinn. So. Und er hatte ganz hinten seinen Kriegsherr noch und 2 Veteranen. Und dann wollte ich eigentlich meinen Krieger links rum, die beiden Veteranen, rausschießen, weil die halt den beschützt haben mit Leibgarde. Und dann bin ich mit die andere Seite ums Kornfeld rum mit Kriegsherr und Champion und wollte dann halt zu zweit so ein bisschen da so irgendwie so reinlaufen und den Champion mit meinem Mülldurken-Smarten noch abgreifen. Aber es hat auch nicht funktioniert. Und dann war es jetzt alles oder nichts Charge, stand ich mit meinem erschöpften Kriegsherr da und dann. Ja. Ich seinen Bauern erworfen und war das durch. Ja. Und bei dir? Aber du bist nicht letzter geworden, ne? Ich bin immer, ich schaffe bei allen Vermittlungsturnieren, bin ich immer gerade eben am Trostpreis vorbei. Also bin ich vorletzter geworden. Okay. Ja, bei mir, erste Runde, das war ja Plündern und Brandschatzen mit den 3 Markern, ne? In der Mitte im Sumpf. Mhm. Und ich habe da gleich gegen den Marco gespielt, der den 2. Platz gemacht hat auf dem Turnier. Den kennt ihr ja auch schon bei mir vom Kanal, von dem Belagerungsvideo und dem Pinselschnack. Das war ziemlich krass. Der hat ja seinen, nicht nur Mann, wie heißen die, Franken? Mhm. Franken gespielt. Und naja, es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich hatte meine Kundschaft da rechtzeitig am mittleren Marker im Sumpf dran. Soweit der Plan aufgegangen. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass er die dann halt einfach mal gecharged hat, mir den Marker geklaut hat. Den konnte ich mir zurückholen. Und das Spiel war sehr, 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 sehr spannend. Und ging im Endeffekt im letzten Zug, hat es geschafft, mit ganz vielen Aktivierungen noch meine Bauern zu erreichen, die ja auch einen der Marker hatten. Mhm.
und hat mir dann sozusagen mit der letzten Aktivierung, mit dem letzten Nahkampf dann den Marker noch streitig gemacht und so habe ich dann verloren. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich sogar punktetechnisch verloren, ich habe es gar nicht mehr so genau auf dem Schirm dadurch, aber das war auf jeden Fall sehr ärgerlich, weil eigentlich das ganze Spiel über schon ziemlich gut für mich lief. Mhm. Das zweite Spiel, das war ja dann der Hinterhalt, ne, mit den Trossen. Mhm, ja. Genau. Das war auch das Spiel, was ich gewonnen habe. Ja, das war ziemlich cool. Ich hatte den Gegner ganz gut unter Kontrolle, wenn ich mich noch recht entsinne, mit meinen heidnischen Rusia mit dem Board. Immer schön eingefroren. Ja, von wegen, du aktivierst einmal, aber jetzt aktivierst du nicht mehr. Das hat ihn so ein bisschen fertig gemacht. Und ich habe so ein bisschen seinen eigenen Gameplan ein bisschen durcheinander gebracht. Er hatte Pikten gespielt, hat sich selber in die Aufstellungszone einen großen Felsen reingestellt, hier diesen Hügel. Großen Hügel. Und hat da halt seine komplette Armee drauf und drum gebaut, weil er ja da im Endeffekt mit seiner einen Fähigkeit ja super durchchargen kann. Das hat mich aber ehrlich gesagt nicht interessiert, sondern habe dann eher geguckt, dass das Ding eher im Weg steht. Und habe dann relativ schnell eben den ersten Marker gehabt, habe dann irgendwann noch einen, nachdem er dann den zweiten Marker sich geholt hat, habe ich dann seine Einheit angegriffen, einmal volle Granate mit meinen Veteranen, Zorn des Ostens, alles durchgeschoben. Und dann hing es nur noch daran, die Marker zu verteidigen. Genau. Das lief dann am Ende ganz gut, ist auch ganz gut für mich ausgegangen. Runde 3 war ja dann geänderte Pläne. Ja, das war ein ganz, ganz verrücktes Spiel. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich habe meine Armee quasi in zwei Flanken aufgeteilt, wovon auf einer Seite nur die Kundschafter und ein Trupp Krieger standen. Und habe dann erneut gegen Franken gespielt. Und ja, da hat natürlich leichtes Spiel gehabt, hat mir meine linke Flanke... Der war bei mir das zweite Spiel. Ja, genau. Hat dann bei mir die komplette Flanke links einfach weggenommen, weil da keine wieder... da war nichts und alles, was ich nach rechts geschoben hatte, mein Kriegsherr, meine Veteranen, meine Bauern und alles, hatte ich dann halt die Herausforderung, dass ich die nicht schnell genug wieder auf die andere Seite gekriegt hatte. Da hat er noch einen Sumpf gleich in die Mitte gestellt, der hat es mir natürlich auch nochmal schwer gemacht. Okay. Ja, das habe ich haushoch verloren, vor allem auch durch viele eigene Fehler. Also da habe ich auch Fähigkeiten nicht berücksichtigt oder nicht richtig die Aktivierung mitgezählt und ähnliche Sachen. Das ist eigentlich das Spiel, was mich am meisten ärgert, weil ich es halt wirklich selber verkackt habe. So, und jetzt zum Schluss, Kampf der Kriegsherren, das war krass. Das war gegen die Normannen, gegen den David Levy. Grüße gehen raus, wenn du das siehst. Alter Schwede, das war ein Spiel. Normannen und heidnische Rus, die blockieren sich ja sowas von gegenseitig. Hm. Immer wenn er reinkommt, sage ich, nö, du darfst dich nicht nochmal aktivieren. Und immer wenn ich habe ja eigentlich nur einen Punch mit den Ruß und das ist halt, wenn ich mit Zorn des Ostens und Veteranen oder Kriegsherren einmal richtig reinhauen kann. Aber immer wenn ich das mal aufs Board gelegt hätte, wäre er sofort weggaloppiert. Ja. So, also auch da keine Chance anzugreifen. Jetzt waren aber die Sonderregeln, wenn es nicht durch Vernichtungspunkte entschieden wird, sondern unentschieden endet das Spiel, dann haben beide Spieler verloren. Und eben, wenn der Kriegsherr stirbt, dann ist sofort das Spiel beendet und der den Kriegsherrn getötet hat, hat gewonnen. Also das ist auch schon schwierig. So, im Endeffekt war es dann so, dass meine Veteranen, oder dass er hatte sich dann getraut, seine Krieger mal ein bisschen reinzubringen. Dann musste ich was tun, hab dann auch was getan, hab mit 3 Einheiten Krieger mit meinen Veteranen rausgenommen. Dann haben seine Veteranen allerdings meine ausgelöscht. Und ja, so dass ich dann im letzten Zug noch irgendwas versucht habe, im Endeffekt dann mit vollbeladenem Board den Kriegsherrn in seine Veteranen gejagt. Das waren noch 7 Stück, habe sie komplett ausgeschaltet, habe allerdings so viel Feuer zurückgekriegt, was ich trotz vieler Verteidigungswürfel nicht alles wegsafen konnte, dass mein Kriegsherr dann halt gestorben ist. Ist dann 17-17 ausgegangen, aber dadurch, dass mein Kriegsherr halt tot war, habe ich verloren. Aber wenn ich den Charge nicht gemacht hätte, dann wäre er reingekommen, hätte mein Kriegsherrn so getötet, von daher egal. Ja. Auf jeden Fall alles coole Spiele, super, super nette Spieler, ich auch. Also richtig entspannt. Auch die coole Spielposition, also so von den Arten, also du hast viel mit Missionszielen, ne? Viel so einfach mit Punch. So, ich meine, geänderte Pläne ist im Endeffekt einfach nur, wir rennen aufeinander zu, versuchen so viel zu töten wie möglich, Kampf der Kriegsherren war das gleiche, nur auf eine andere Art und Weise. Ich fand das alles generell super Turnier gut gemacht. Auf jeden Fall. Das Gelände ist immer der Hammer. Also schöne Platten. Ich habe euch ja ein paar Fotos jetzt mit eingeblendet von meinen Spielen. Ich habe zu jedem Spiel ein paar Fotos gemacht. Bei den Spielen, wo ich ein bisschen fast im Rage-Mode war, habe ich ein bisschen weniger Fotos gemacht. Aber ja, auf jeden Fall tolle Platten, schönes Gelände da. Und diese Seite nochmal danke an die Order natürlich. Ja, Mirko, Stronghold Terrain, alle Helfer,
Vielen, vielen Dank für das Turnier. Es ist eine weite Anfahrt zu euch hier runter, aber ja, es hat Spaß gemacht. Haben wir gerne gemacht, oder Jonas? Ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Und Fall. Ja, ich habe übrigens gesehen, 70% von euch haben noch nicht meinen Kanal abonniert. Holt das doch bitte nach. Dankeschön. Ja, das war er also, der Bericht von der NiederrheinCon und dem vor allem dem zweiten Saga-Turnier auf der NiederrheinCon. Mich interessiert natürlich wie immer euer Feedback. Wie findet ihr diesen Bericht? War es zu lang? Wie fandet ihr es, dass wir es auf zwei Teile aufgeteilt haben? Was hat euch vielleicht gefehlt? Was wollt ihr gerne noch mehr sehen? Ich versuche aktuell noch ein bisschen mehr Content nachzuliefern. Ich kann noch nichts versprechen. Das ist alles so eine Zeitfrage im Moment. Ja, aber grundsätzlich interessiert mich auf jeden Fall, wie ihr diese Aufbereitung fandet. Und auch, ja, dass ich hier mal so sitze und direkt mit euch quatsche. Genau. Ich weiß, wie ich meine Armee ein bisschen umbauen werde. Ich werde ein bisschen mehr Veteranen sicherlich spielen. Vielleicht eine andere Söldnertruppe. Auf jeden Fall weiter ausprobieren. Mit den heidnischen Rus an sich bin ich ziemlich happy. Die machen irre viel Spaß. Vor allem, weil sie den Gegner halt so richtig schön nerven und solche Armeen mag ich einfach. Ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst mir gern, wie gesagt, ein Abo da. Und ansonsten alles Weitere gerne im Chat, im Discord oder bei Facebook. Ciao, ciao. Wenn ihr Bock habt, diesen Kanal etwas zu unterstützen, dann schaut doch mal bei Amazon rein. Vielleicht sind diese Shirt-Designs was für euch. Ansonsten findet ihr direkt hier den Abo-Button und das nächste Video, was für euch auch noch interessant sein könnte. Vielen Dank.